Ja, Hans-Jörg, haben wir uns nochmal ein besonderes Schmuckstück aus der Sammlung von Abarth, 70 Jahre Sonderschau, habt ihr hier im Motor Classic Zelt rausgesucht. Sport Spider 2000, besonderes Schmuckstück. Du warst in der besonderen Situation, das Schmuckstück fahren zu dürfen. Genau, ich bin das Auto vor 3 Wochen beim Solitude Revival auf dem Solitude Ring gefahren. Was natürlich schon eine große Ehre ist und was auch einfach einen Riesenspaß macht. Das ist also ein 2-Liter Sportprototyp. Das Interessante an dem Auto ist, dass er hauptsächlich mal für Bergrennen gebaut wurde und deshalb auch den Motor ganz weit hinter der Hinterachse hat, um einfach noch besser aus den Kurven rauszukommen. Das macht ihn eigentlich auch ein bisschen haariger zu fahren, weil die Lenkung dann schon sehr, sehr leicht wird. Mhm. Aber es ist natürlich toll. Der Motor ist eine komplette Eigenentwicklung von Carlo Abarth. Ein 2-Liter reinen Vierzylinder mit einem Graugussblock, Leichtmetallzylinderkopf, 2 obenigen Nockenwellen, 4 Ventile, 250 PS. Das Auto ist, glaube ich, auf 270 übersetzt. Okay. Wiegt 675 Kilo. Und naja, es ist eben ein reiner Sportprototyp. Also wirklich ein Auto, das zu nichts anderem gebaut wurde als zum Rennenfahren. Und das macht natürlich einfach immer einen besonderen Spaß. Also hier beim Multimer Grand Prix fahren ja auch ganz viele Tourenwagen und GT. Und das ist natürlich auch alles toll. Das macht auch alles einen Riesenspaß. Aber der Unterschied zu einem reinen Rennwagen, der für nichts anderes gebaut wurde und natürlich auch zu nichts anderem Nutze ist, außer zum Lärm machen. Interessant an dem Auto ist noch, er hat 4 Scheinwerfer, daher der Beiname Quattrofari, also 4 Lampen. Und der ist von allen möglichen berühmten Fahrern gefahren worden, auch von Arturo Merzario, das sieht man hier. Hat sich hier verewigt? Weil er sich hier verewigt hat. Auch das eben ein Auto aus der Sammlung von Engelbert Möll, einer von diesen 45, die in der Schweiz stehen. Und reinrassiger Renner hast du angesprochen im Vergleich zu Tourenwagen. Wo ist der Unterschied? Klar, einfach kein Bezug zur Serie, sondern nur zum Rennenfahren. Genau, also wenn man das, was wir vorhin gehört haben, das ist ein Alfa Bertone, auch ein wunderbares Auto, auch ein wunderbarer Rennwagen. Aber das Auto ist natürlich grundsätzlich mal für den Straßeneinsatz konzipiert worden. Also das heißt, der hat dann eben ein bisschen Komfort im Innenraum und eine gewisse Breite. Spezielle Türen und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Sachen, wo ich als Konstrukteur darauf Rücksicht nehmen muss. Das muss ich beim Rennwagen überhaupt nicht. Sondern beim Rennwagen baut man einfach nur, damit dieser Rennwagen in seiner Klasse an dem Tag, an dem er startet, der schnellste ist. Kompromisslos. Völlig kompromisslos. Und das ist das Faszinierende eigentlich an jedem Rennwagen natürlich. Keine Kompromisse. Keine Kompromisse. Ja, das sind die spannenden Einblicke hier aus dem Motor Classic Zelt. 70 Jahre Abarth, unbedingt vorbeischauen, ganz, ganz einzigartige Exponate. Vielen Dank.